Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Carina vom Big Date und heute nehmen wir ein Bandeau-Top. Ein richtig schnelles Bandeau-Top, ideal zum Reste verwerten. Man braucht echt nicht viel Stoff. Ich nehme für meines den tollen Jersey Kalina von Apfelschick. Da habe ich mir nämlich eine High-Waist-Hose genäht, eine kurze Shorts. Und haben wir gedacht, dazu wird ideal so ein Bandeau-Top passen. Und für das braucht man echt nicht viel. Da gehen wir her. Das ist gleich laut. Entschuldigung. Und messen uns über der Brust. Da, wo es dann hängen soll. Wo der Gummi verlaufen soll. Ab. Muss ich ein bisschen aufstehen. Und unter die Brust, da wo der zweite Gummi dann drunter verlaufen soll, messen wir ab. Das sind bei mir 20 cm. Und dann gebe ich noch für unten 2 cm und für oben 2 cm dazu. Also sind wir bei 24 cm. Das heißt, wir brauchen einen Stoffstreifen von 24 cm. Alles wieder ab. Und von der Breite her messen wir im breitesten Teil von meiner Brust. Das sind 92 cm und da gebe ich ca. 10 cm dazu, also sagen wir bei 102 cm, weil ich das Ganze raff. Also ich brauche einen Stoffstreifen, der ist 24 cm breit und 102 cm breit. 24 cm lang und 102 cm breit. Und dann schneide ich mal zu. Jetzt habe ich mal den Stoffstreifen zugeschnitten. Jetzt gehe ich her und lege die kurze Seite rechts aufeinander. Und nähe die zusammen. Und was ich jetzt mache, also man kann natürlich auch hergehen und oben und unten säumen. Ich mache das jetzt nicht, sondern ich mache oben und unten, wie heißt es, einen Rollsaum. Genau, mein Gott, ich stehe im Schlauch, nur im Saum. Also oben und unten einen Rollsaum. Das mache ich mit meiner Overlock, die baue ich jetzt um und nachher rollsäume mir das. Also einen Rollsaum kann man entweder mit der Coverlock machen, mit den richtigen Einstellungen, die habe ich da von dem Heftel aber, oder mit der Nähmaschine. Mit der Overlock ist es natürlich viel einfacher, das zeige ich jetzt da. Weil die schneidet halt direkt den Stoff dann schon ab und hat einen schönen Rollsaum. Mit der Nähmaschine geht es natürlich auch, das zeige ich auch noch. Beim Rollsaum an der Nähmaschine nehmen wir einen normalen Zickzackstich, lassen die Stichbreite bei 3,5 und tun die Stichlänge auf 0. Das heißt, die Nähmaschine transportiert nicht, was wiederum bedeutet, dass wir den Stoff gleichmäßig nach hinten ziehen müssen während dem Nähen. Wenn jetzt manche Nähmaschinen das nicht wollen, dann tut man es auf 0,1, 0,2. Aber feiner ist, wenn man selber transportieren kann, weil dann kann man einstellen oder halt kontrollieren, wie schnell und gleichmäßig man zieht. Dann schaut das Ganze so aus. Also ich bin bei der Nähmaschine dann immer doppelt drüber gegangen, damit das richtig ein dicker Rollsaum ist. Und das machen wir jetzt bei unserem Oberteil. Wir machen den Rollsaum einmal oben und unten rundherum. Gut, gesäumt haben wir es, zusammengenäht haben wir es. Die Gummis blende ich jetzt in Fotos ein, wie es die abmisst. Jetzt braucht es einmal einen über der Brust und einmal einen unter der Brust. Denn über der Brust habe ich mir da mit einem kleinen Knips markiert. Und den nehmen wir jetzt an. Das heißt, man kann das jetzt mit der Nähmaschine machen, jeweils immer 2 cm unterm Rand.
Ich tue mir jetzt da überall mal die Mitte markieren. Und da markieren wir auch nochmal die vordere Mitte. Und dann kann ich das auch schon feststecken. Und dann kann ich das da 2 cm unterm Rand, circa, oder 1 cm, 1,5, wie man will, mit einem Zickzackstich annähen. Und das zweite machen wir dann unten. Das machen wir da ganz gleich. Das stecken wir dann unten fest und nähen es dann auch mit einem Zickzackstich fest. Und das Gleiche machen wir jetzt noch auf der unteren Seite. Unser 10 Minuten Bandeau-Top ist fertig. Was braucht man dazu? Ein bisschen Stoff, ein Rest, 2 Gummibandeln. Voilà! Fertig! Wir sind bereit für den Sommer. Ich mag das Gerüste ganz gerne. Rüschen, ja, sind schon ein bisschen Rüschen, mag ich ganz gern. Passt zur Hose. Wer das nicht mag, kann natürlich auch einfach hergehen und oben und unten umklappen und säumen. Oder wenn man auch mal so, man kann es auch so tragen und einfach reinstecken und nach Lust und Laune wieder ausziehen. Also, ihr habt gesehen, es ist wirklich nichts dabei. Der Teil ist super für Anfänger. Und ja, man hat ein lässiges Top, die sind eh gerade voll modern. Dadurch, dass ich jetzt dann eh im Urlaub bin, ideal, und man wird schon braun, ohne Streifen da. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Schaut euch gerne meine anderen Videos an. Der Stoff ist von Apfelschick. Verlinke ich unten. Kalina. Raspe. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut euch bei mir auf Facebook und Instagram vorbei. Verlinke ich auch unten. Und bis zum nächsten Mal. Eure Carina von Big Made. Tschüss.